Oh, die Wartezeit hat sich gelohnt, Leute. Season 3 wieder, neue Informationen. Kommt er endlich rein, Spider-Man Miles Morales. Wir essen ziemlich gut, was Fortnite da gerade zusammenkocht für die neue Season 3. Ich erzähle euch alles aus dem offiziellen News-Studio, Leute. Ne, setzt den Aluhut auf, es brennt. Es wird auf jeden Fall wieder heikel, interessant und natürlich auch sehr erwartungsvoll. Denn mein Name ist Andy, die offizielle Subclosure über dieses Kanal, euer heutiger Gastgeber und Moderator. Ne? Haut Like rein, um den Algorithmus zu unterstützen. Abo-Button natürlich, um nichts weiteres zu verpassen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt wirklich langsam auf die Season 3 zugehen, ne? Nur noch knapp 4 Wochen und dann geht's hier die Show los mit einem riesigen Stream und so weiter und so fort. So, fassen wir mal ein bisschen zusammen, falls ihr ein paar Videos verpasst habt, ne? Die Kurzfassung davon ist, wir wissen ja schon, dass eine Menge Dateien aktuell im Spiel sind. Dschungel, neue Palmen, neue Bäume und so weiter. Es soll auch nochmal neue Ranken geben. Und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es jetzt schon natürlich die Gerüchte und die Vermutung, dass Season 3 alles mit Dschungel und tropischem Thema zu tun haben wird. Natürlich ist das Interessante jetzt, warum das jetzt schon alles drin ist, bevor überhaupt wir so weit sind, bevor wir überhaupt zu Season 3 kommen, dass jetzt schon Dateien drin sind, die das Ganze beschreiben. Das ist natürlich so ein Faktor immer, der seltsam ist. Ein bisschen mehr zu diesen ganzen Leaks werde ich für euch am Ende des Videos nochmal ein bisschen zeigen und ansprechen. Aber ihr findet das natürlich auch oben rechts auf dem i, die ganzen Season 3 Videos auf meinem Kanal, solltet ihr euch mal anschauen. So, das ist der Vorreiter, warum wir Season 3 ja jetzt schon ein bisschen so mit Dschungel und so weiter verbringen. Im Item Shop haben wir zum Star Wars Tag jetzt den neuen Level Up Skin, ne? 25 Level plus Skin plus natürlich nochmal Spitzhacke, Waffenlackierung und was auch immer. Ne, ist ein gutes Package und ich finde jetzt, wenn ich den mir in-game anschaue, finde ich den Skin auf jeden Fall auch irgendwie nicer, ne? Ich mag die Haare und so weiter, das Design, Kopf und Gesicht und natürlich auch den zweiten Stil. Finde ich das in-game nochmal ein bisschen nicer. Ist wie gesagt nicht der beste Level-Up-Skin, aber nichtsdestotrotz gefällt es mir. Ob noch weitere Star-Wars-Sachen rauskommen, ich bezweifle es. Ne? Ich glaube nicht, dass wir noch neue Star-Wars-Skins kriegen. Das Höchste, was jetzt noch Star-Wars-technisch passieren könnte, ist, dass wir die alten Bundles kriegen, wie Rey, ne, Boba, Fett und was auch immer. Die ganzen anderen Star-Wars-Skins, die wir bisher hatten, dass sie natürlich nochmal nachträglich reinkommen. Vielleicht ja morgen oder sowas beim Shop-Update. Zusätzlich zu den ganzen Dschungelgeschichten haben wir ja auch diese Risse jetzt rund um Anvil Square. Das habe ich ja im Video gestern schon besprochen, ne, dass sie gerade hier so einen Kreis ziehen und die Erdbeben, die dabei ertönen. So, und zwar dieses Erdbeben und so weiter. Ne? Ich bin nach wie vor super skeptisch, dass das ein Vulkan sein soll. Ne, unter anderem auch, weil Hypex tatsächlich die Dateien ein bisschen falsch gedeutet hat. Er hat gesagt, dass neue Soundeffekte reingekommen sind, die mit Rütteln, Schütteln und Grummeln zu tun hat. Und mal denkt, dass es ein Vulkan wäre, anstatt dass er selber in das Spiel mal reingeht und sieht, dass das halt Erdbeben sind, die genau an der Stelle passieren. Und wahrscheinlich einfach alte Vulkan-Soundeffekte wiederverwendet wurden und hier abgespielt werden. Ich kann mich natürlich täuschen, ne? Stand aber aktuell wird, wenn überhaupt, irgendein Biom stattfinden, anscheinend das Ganze hier passieren und nicht hier bei diesem kleinen Berg hier, ne? Das mal dahingestellt, will ich nochmal einfach mal sagen. Schauen wir mal einfach, wie es sich weiterentwickelt. Unter anderem Venzo. Venzo hat neue Sounddateien gefunden, die mit Matsch und Dreck zu tun haben. Ne? Und zwar neue Laufgeräusche, wenn man durch bestimmten Boden läuft. Ne? Und da sind jetzt neue Soundeffekte reingekommen, halt wenn man ganz normal drüber läuft, wenn man springt und so weiter. Und das Ganze hat was mit Matsch zu tun. Passt natürlich wieder super gut zu diesem ganzen Dschungel und natürlich topischem Thema. Und hier bin ich jetzt mega skeptisch, Leute. Setzt den Aluhut auf. Seit wann packt Epic Games, bevor eine neue Season reinkommt, schon Dateien rein für diese neue Season? Ne? Das machen die sonst üblicherweise nie. Und aktuell bekommen wir mit jedem Update anscheinend eine große neue Datei, die angeblich ziemlich viel mit Dschungel zu tun hat, einfach so als Ankündigung. Irgendwas ist da faul. Ne, kann sein, dass sie es einfach nicht mehr interessieren. Oder aber es ist genauso wie das Bankräuber-Event noch in Season 1. Was ja auch vor Season 2 passiert ist, haben die ja auch schon Poster reingepackt, Goldbarren und so weiter. Und dann kam ein großes Event rein mit dem Bankräuber-Thema und hatte dann tatsächlich aber nichts mit Season 2 zu tun. Vielleicht baut sich hier einfach auch wirklich nur wieder ein größeres Event auf und so weiter, was dann halt Richtung Season 3 geht. Ne, dass dieses ganze Erdbeben jetzt vielleicht irgendwie Matsch verursachen oder sowas, das könnt ihr mir vorstellen. Oder wie gesagt, vielleicht interessiert Epic Games auch nicht mehr und sagen, hey, wir bauen einfach ein paar Teaser ein, damit die Leute jetzt schon Bock drauf haben auf Season 3 oder sowas. Was ich mir natürlich ein bisschen schwer vorstellen kann.
So schön das auch alles ist, einmal kurz auf den Streamplan. Leute, wir haben ein wunderschönes Zelda Breath of the Wild Wochenende vor uns und natürlich nächste Woche kommt Tears of the Kingdom raus. Freue ich mich mega drauf. Ne? Breath of the Wild ist nicht das erste Mal, wäre mein zweiter Durchgang, deswegen wäre das eher eigentlich so aus Spaß. Ne? Nicht kein Fokus irgendwie auf Story durchspielen, einfach just for fun ein bisschen wieder reinschnuppern. Und Collectors Edition von Tears of the Kingdom dann nächste Woche und dann wird es einen riesen fetten Stream geben. Wir werden 4 bis 5 Tage durchstreamen tagtäglich und Tears of the Kingdom zocken und ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Macht euch eine Erinnerung, am 12.05. geht's los. Aber das Schönere ist ja noch natürlich, was aktuell wieder in den Spielerteilen ist und auch wieder für Season 3 spricht. Nicht One Piece, ne? One Piece ist nach wie vor nur ein Gerücht, Leute, dass das reinkommt, weil es halt tropisch, Dschungel, Schiffe, Piraten gut zusammenpasst. Aber nach langer, langer Zeit. Wir haben wirklich ewig drauf gewartet. Es gab immer wieder Gerüchte darüber. Aber Miles Morales. Miles Morales ist schon, ich glaube, wirklich seit Chapter 3, seit der normale Spider-Man drin ist, also so über einem Jahr, immer wieder ein Kandidat, wo die Leute sich fragen, hey, wo bleibt er jetzt eigentlich? Der Film, der neue Spider-Man, Miles Morales Film, sollte ja schon letztes Jahr rauskommen, wurde dann aber verschoben um ein ganzes Jahr. Und ich denke mal, daher kommt das Ganze auch. Ne? Dass die das Ganze schon geplant haben, dass der Skin natürlich zeitgleich mit dem Film rauskommt. Und dann durch die Verschiebung des Films musste auch Fortnite das Ganze mit verschieben. Und so ist jetzt der gute Boy dran. Aber es ist soweit und endlich kommt der Film raus. Am 2. Juni tatsächlich, ne? Am 2. Juni soll der Spider-Man-Film rauskommen. Und wisst ihr, was auch am 2. Juni vorher rauskommen sollte? Die neue Season. Und die wurde ja auch am 9. Juni verschoben. Und zeittechnisch ist das Ganze wunderbar und passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Aber passend dazu, ja, einfach mal erstmal anrotzen, ne? Finde ich super. Passend dazu wurden auch wieder neue Spider-Man-Web-Shooters in den Spielerteilen aktualisiert und tatsächlich passend mit dem Codenamen von den Web-Shootern. Und zwar haben die zwei Spider-Man-Shooter im Game auch einen Codenamen und das ist Fearless Flight, also furchtloser Flug, weil Spider-Man halt durch die Netze fliegt und furchtlos ist, ne? Und passend zu diesen Codenamen gibt es auch 2 Skinsets, woran Epic aktuell arbeitet, die halt Fearless Flight Hero und Fearless Flight Menace heißen. Hero, der Held, Spider-Man, Menace, ein Bösewicht. Ne, also 2 passende Skins dazu, die zu diesen Codenamen mit den Spider-Man-Shooters, sag ich mal, zusammenpassen. Und deswegen vermutet man jetzt aktuell, dass Miles Morales natürlich kurz davor ist, rauszukommen. Ist es endlich soweit? Die Codenamen passen, die Web-Shooter passen auch. Und ich denke mal, die Chance, dass dadurch, dass der Film natürlich dann zu dem Zeitpunkt rauskommt, ist mega, mega, mega gut. Ne, passt natürlich auch genauso wie die anderen Sachen, von denen wir jetzt schon so ein bisschen wissen, rund um das Thema und Dschungelbiom und was auch immer, scheint Season 3 sich jetzt auch natürlich wunderbar aufzubauen und logischerweise ist es auch eine Sommerseason. Passend zur Sommerseason haben wir natürlich in den Konzepten einige Skins, zum Beispiel arbeitet Epic auch an den Sommermuskelkater. Ob der dann natürlich in Season 3 rauskommt, genauso wie Spider-Man und One Piece, ist wie immer nur Gerüchte. Ist nur ein kleiner Vorgeschmack, worauf wir uns vielleicht ein bisschen freuen können. Am Ende kann es natürlich komplett anders sein. Am Ende bekommen wir vielleicht Demon Slayer in Season 3 oder sowas. Oder statt Spider-Man kriegen wir irgendeinen anderen Film, der zu dem Zeitpunkt rauskommt. Und, ne? Die Möglichkeiten sind viele, denke ich mal, und da kann so einiges rauskommen. Genauso wie die, sag ich mal, die Ego-Perspektive, steht ja auch zur Vermutung und so weiter. Womit wir aber definitiv rechnen können mit der Season 3 ist, natürlich, dass dadurch, dass es eine Sommerseason ist, wird natürlich Epic Games im Urlaub sein. Und somit wird die Season 3 auch ein Ticken länger gehen. Es wird wieder eine kleine Durststrecke geben, weil die dort im Sommerurlaub sind und. Also damit muss man definitiv rechnen, dass das ein bisschen länger dauern wird. Ich bin gerade mega gespannt, wie diese ganze Verbindung mit Erdbeben, Dschungelbiom und dem Live-Event und natürlich der Story gerade hier in Season 2 mit den ganzen Syndikaten, Fuchs-Clan gegen die Wasserflusswächter, ne, und dann noch die hier Erleuchteten und die Unsichtbaren sind ja auch jetzt eine neue Gruppierung und so weiter. Wie das als Überleitung zu Dschungel reinpasst. Und irgendwie baut sich das Bild bei mir noch gerade noch nicht auf. Es fehlen noch ein paar Puzzleteile. Und diese Puzzleteile freuen mich natürlich genauso. Gerne ein Like-Button für diesen epischen Win. Natürlich Abo-Button, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und jetzt auf der rechten Seite, falls ihr noch nichts zu Season 3 wisst oder vielleicht die Secrets von dem neuen Star Wars Update, findet ihr oben rechts auf dem i. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare. Ne, meine verehrten Klobrüder und Schwestern, wenn ihr gerade auf dem Klo sitzt, würde es mich freuen. Ich setze mich jetzt auch aufs Klo und gehe durch die Kommentare und beantworte die.